Sega. Anweisungen von der Leitung der Internationalen Robotik-Technologie-Agentur. Vor 42 Stunden beauftragte die Leitung der IRTA eine Rost-Crew mit einem verdeckten Einsatz in Japan zur Untersuchung einer möglichen Entwicklung von menschenähnlichen Robotern durch den Amada-Konzern. Ihr Befehl lautet, die Staumauer der Bucht von Tokio zu überwinden und die Slums der Unterstadt zu infiltrieren. Sie werden sich mit weiteren internationalen Teams treffen und gemeinsam Amada aufsuchen. Dies ist eine verdeckte Operation ohne Wissen oder Zustimmung der japanischen Regierung. Sollte es zu einem Kampf mit örtlichen Einsatzkräften kommen, wird IRTA jedes Wissen abstreiten. Viel Glück! Hey Marshall. Willkommen in Japan, Bruder. Das ist mein Willkommen? Dein hässlicher Arsch? Ha! Wo zum Teufel sind meine tanzenden Geishas? Du weißt ja nicht, was ich unter diesem Anzug trage. Ist das spitze? Yo, Dan, lass uns nochmal das Kommunikationssystem austesten. Wenn du mir was sagen oder auf etwas antworten willst, nimm das Funkgerät. Na, verstehst du jetzt, wie dein Funkgerät funktioniert? Gute Antwort. Weiter so. Jetzt wenden wir uns unserer Ausrüstung, dem Handhaben. Von Waffen und Kampftechniken zu. Wenn du glaubst, du brauchst das nicht, können wir es auch lassen. Was meinst du? Okay, also los, Kumpel. Okay, zuerst ist Schießen an der Reihe. Siehst du das Schild da vorne, Dan? Okay, schieß auf das Schild. Das Ziel lässt sich besser treffen, wenn du zuerst eine Schusshaltung einnimmst. Gut geschossen, Dan. Hast wohl geübt, was? Denk ans Nachladen, wenn deine Munition knapp wird. Du willst nicht ohne Kugeln in der Scheiße stecken.
Du kannst Feinden auch auf die Pelle rücken und sie mit deiner Waffe schlagen. Ja! Okay, als nächstes sehen wir uns mal deine Handfeuerwaffe an. Nimm deine Handfeuerwaffe und schieß auf das Schild. Cool. Ein Glück, dass du auf unserer Seite bist. Okay, das reicht. Okay, Koppel, weiter mit der Mission. Geh du voran! Vergiss nicht, dir die Munition da zu krallen. Jo, sag mal, was hast du so vor, wenn du hier fertig bist? Du als Weiberheld, lass mich raten. Mädels, Strand, Sonne? Oh, schade. Aber wer weiß, vielleicht kriegst du ja noch eine ab, ehe du hier fertig bist. Dann hast du genug zu tun. Positives Denken, Kumpel. Dass wir bei dem Sauwetter überhaupt raus müssen. Ja! Okay, los. Wir sollten uns auch mit dem Hauptquartier in Verbindung setzen. Käfer 2 an Basis. Laut und deutlich, Käfer 2. Linie gesichert, Ziel angepeilt. Momentane Position 35 Grad, 6356 Sekunden zu 139 Grad, 7724 Sekunden. Ja, danke, Major. Und jetzt nochmal verständlich. Sie nähern sich der Zielinfiltrationsstelle, Klugscheißer. Sie liegt nur einen Kilometer weit vor Ihnen. Ja, wir sind gleich da. Sollte kein Problem sein. Nicht vergessen, wenn Sie innen an der Ufermauer sind, müssen Sie Funkstille bewahren. Wir trennen die Verbindung, wenn Sie durch sind. Irgendwelche letzten Worte? Ja, sag deiner Mama, ich liebe sie. Das habe ich gehört, Boateng. Basisende. Bau. Was? Verdammt! Schon erwischt! Sichtbestätigung von 6. Nein, 7. Die flankieren uns. Major, wir werden angegriffen. Wie wäre es mit etwas Bodenunterstützung? Dafür werden Sie noch bezahlt, Boateng. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Hast du etwas anderes erwartet? Nicht, seit Sie dich den Survivor nennen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, das war nicht meine Idee. Los jetzt! Bist du soweit? Na klar, Papa. Dan, die Dinger sind gefährlich, wenn sie dir zu nahe kommen. Schieß auf ihre Beine. Bingo! Das hat gesessen. Und nun mach ihn ein für alle mal kalt. Und jetzt Ziel auf den Kopf. Nach einem Kopfschuss wissen die nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Los, lass denen das Metallgehirn weg. Yeah.
gesprochen. Entspann dich. Ist doch super gelaufen. Geh du voran! Hey Dan, diese Scheiße ist im Weg, tu was! Die machen wir Platz! So muss das sein. Jetzt können wir weiter. Das Teil ist mega stark, aber frisst eine Menge Energie. Also baller nicht rum wie ein Verrückter. Spar dir die Energie. Hier drüben! Spot auf 12 Uhr. Vorsicht, er ruft Verstärkung, wenn er uns sieht. Das noch immer? Ah, scheiße, ein Grand Rancer! Für den reicht unsere Schusskraft nicht! Das hat gerade noch gefehlt! Lauf! Leg dich ins Zeug! Nicht aufhören! Mach sie fertig! Scheiße, geben diese Arschlöcher denn nie auf? Ihr habt die Staumauer fast erreicht, Käfer 2. Funkkontakt wird beendet. Alles klar, Basis. Geh, ich geb dir Deckung. Alter vor Schönheit, Kumpel. Ich lach mich schlapp. Die Schleuse öffnet sich sicher, um den Tanker da durchzulassen. Lass uns da mitfahren. Wir brauchen perfektes Timing, sonst sind wir voll am Arsch. Du musst schnell sein. Fertig? Mann, hier wimmelt's nur so von Überwachungsbots. Wenn die uns sehen, sind wir im Arsch. Okay, folgender Plan. Wir müssen uns vorwärts bewegen, ohne entdeckt zu werden. Da kommen Überwachungsbots! Dan, tauch runter! Puh, das war ganz schön knapp, Mann. Wir müssen uns beeilen, die Zeit drängt. Hier drüben, Kumpel! Na, das hält fit, was? Fit werden, die Welt retten! Wir haben die richtigen Prioritäten. Die entdecken uns, wenn wir jetzt rauskommen.
Warte noch etwas. Dann los! Das Tor ist offen! Komm her! Und zwar ein bisschen plötzlich! Die geben einfach nicht auf! Oder? Jetzt können wir chillen. Halt dich fest, Kumpel. Okay, das war's. Hoffentlich geht's auf der anderen Seite ruhiger zu. Nicht, dass ich dran glauben würde. Genau so macht man das. Kinderspiel. Für eine streng geheime Mission war das allerdings etwas zu auffällig. Kein Problem, Kumpel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dan, Zeit für deinen Kabelwerfer. Okay, das hier sind unsere Expressaufzüge. Du musst zielen. Okay, wir müssen hier so schnell wie möglich durch. Oh, hey, habe ich heute Geburtstag oder so? Hör mal, taktische Befehle sind unser Ticket nach draußen. Wollen wir es nochmal üben? Okay, gehen wir es nochmal durch. Okay, Zeit für den ersten Befehl. Du sollst jetzt schießen sagen. Okay. In Zukunft sag einfach schießen und die Sache ist gegessen. Jetzt wird's lustig. Ruf Angriff! Und zwar richtig laut. Wow, hätte ich nie gedacht. Wird gemacht. Aber in Zukunft bedeutet ein Angriffsbefehl, dass man sich dem Feind schnell nähert. Aber denk auch an deinen Kollegen. Die letzte Taktik, die du kennen musst, heißt neu formieren. Versuch's mal. Alles klar. Wir müssen uns neu formieren, wenn du dein Team an deiner Seite haben willst. Ist praktisch, falls wir mal getrennt werden. Merkt ihr das? Es gibt auch noch andere Befehle, aber die lernst du im Einsatz. Ich sehe, die Gäste trudeln immer noch ein. Schade, dass sie statt Geschenke Gewehr haben. Dan, schmeiß eine Granate! Oh.
Playboy, ein Starmann! Bin dran! Der Aufzug ist unser Ausweg. Danke, Kumpel. Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Okay, drück den Knopf da, Partner. Das war cool, was? Wo das herkam, ist noch... Das war aber kein netter Empfang. So ein Spielverderber. Das war cool, was? Wo das herkam, ist noch viel mehr. Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber gern geschehen. Oh, hey, sieh dir das an. Ein Munitionsautomat, was? Hier können wir wohl unsere Knete... Dan, versuch doch mal das hier. Hey, scheint tatsächlich zu funktionieren. Davon gibt es bestimmt noch mehr. Halt die Augen auf. Ist verdächtig still hier. Halt die Augen auf. Shit, ich wusste es. Dan, Vorsicht vor dem Maschinengewehrfeuer. Dan, ziel auf den Gaszylinder. Der Feind... Alles okay, Dan? Brauchst du Hilfe? Alles klar, warte! Willst du dich umbringen? Dan, das war der Hammer! Du bist unschlagbar! Freu dich, Mann! Du hast es doch verdient! Los, Kumpel, packen wir's an! Ha! Ha! Shit, ne Sackgasse! Kommen wir hier nicht irgendwie vorbei? Nope, kann ich nicht tun. Was zum Henker ist das? Eine Art Kontrollfeld?
Aha, das ist unsere Brücke auf die andere Seite. Mach weiter so, Kumpel. Ich kümmere mich um den Feind. Konzentrier du dich auf den Kran. Lass uns rüber zur anderen Seite. Scheiße, das nimmt kein Ende! Okay, von Blechbüchsen keine Spur. Kein Grund zur Eile, Kumpel. Wir können eine Verschnaufpause einlegen. Das ist die richtige Richtung, ganz sicher. Wir sind gleich hier raus. Und dann steht das Hauptereignis an. Bereit für die Party? Cool, dass wir wieder zusammenarbeiten. Kaum zu glauben, dass wir immer noch am Leben sind. Aber ich glaube, das hier stehen wir auch durch. Habe ich recht? Cool. Also los, Abmarsch. Geh du vor, Kumpel. Kirschen essen! Knall ihn ab, Mann! Scheiße, das nimmt kein Ende!
Scheiße, das nimmt kein Ende! Der Feind lässt nach! Weiter so! Alles okay, Dan? Brauchst du Hilfe? Alles klar, warte! Willst du dich umbringen? Warte, die schieben da draußen Wache. Was sagst du? Überraschungsangriff? Dachte ich's mir doch. Sag, wenn du soweit bist. Geh, sobald du die Tür öffnest. Okay, es geht los. Feuer! Hast du Hilfe? Alles klar, warte! Willst du dich umbringen? Wir müssen dieses Riesentor aufmachen. Es geht nur auf, wenn wir diese Hebel zusammenziehen, okay? Zieh! Thank you.
Roger. Hier drüben! Wir haben Gesellschaft und die sieht nicht freundlich aus. Das Tor schließt sich, aber nur langsam. Dann lass uns Widerstand leisten und die Scheißkerle draußen halten. Das war knapp. Das muss jetzt echt nicht sein. Haben wir überhaupt was, das gegen die ankommt? Alles der Reihe nach! Geh in Deckung! Mist, das ist gar nicht gut. Ich muss was tun. Dan, sieh mal, da oben! Die scheinen hier einen Kran zu verwenden. Damit könnten wir den Bastard mit dem Container da ran. Hier muss irgendwo ein Kontrollfeld sein. Lass uns mal nachsehen. Alles okay, Dan? Brauchst du Hilfe? Nicht leichtsinnig sein, klar? Okay, ramm das Scheißding mit dem Container. Ich spiel den Lockvogel. Du steuerst den Kran. Hier drüben, Arschloch. Willst du Ärger? Worauf wartest du noch? Mach schon! Durch die Tür! Wir müssen die Tür aufmachen. Ja. Komm rüber, schnell! Nimm das! Scheint, als hätten wir uns übernommen! Sackgasse! Das ist jetzt nicht wahr! Das hat uns gerade noch gefehlt. Da ist er! Zeigen wir es ihm! Was habt ihr nur mit mir getan? Sir? Ich kenne diesen Mann nicht. Legen Sie die Waffe weg. Das ist Ihre erste Warnung. All die Jahre. Nichts als Lügen! Waffe fallen lassen. Dies ist Ihre zweite und letzte Warnung. Warum
Zum Teufel! Verflucht. Äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden. Seit wann sind Roboter so fortgeschritten? Die Technologie für Roboter mit einer lebendigen Hautschicht gibt es schon eine ganze Weile. Es war nur illegal. Da steckt mehr dahinter, meine Herren. Diese KI ist besonders interessant. Sie übersteigt alle Produkte hier bei Bergen. Wir können die Neurostruktur kaum analysieren. Das ist lächerlich, Mr. Bergen. Ihre F&E hier gilt als fortschrittlichste der Welt. Und jetzt sagen Sie, jemand anderes ist Ihnen auch nur ein Stück weit voraus? Nur weil es uns nicht erlaubt war, dieses besonders lukrative Gebiet zu betreten, General. Wenn die Regierung nicht nachgegeben und der neuen Genfer Konvention zugestimmt hätte, würden die USA längst solche Roboter herstellen. Als gottesfürchtiges Land glauben wir, dass nur er Leben erschaffen darf, Mr. Bergen. Mr. President, hier geht es nicht um Leben. So überzeugend sie auch aussehen, es sind immer noch Roboter. Wir nennen sie Seelenlose. Wenn man sie nicht mehr von Menschen unterscheiden kann, wo hört die Maschine auf und wo beginnt Leben? Das ist philosophischer Müll. Zwei Dinge zählen hier. Erstens, wenn Sie dieses Ding nicht gebaut haben, wer dann? Und zweitens, warum war es hinter Ihnen her? Was wissen wir von diesem Seelenlosen? Ihm wurde vor 30 Jahren eine Green Card ausgestellt auf den Namen Dominic Barry. 30 Jahre? Grundgütiger! Ohne den gestrigen Vorfall hätten wir es wohl nie rausgefunden. Wir sind uns nun sicher, dass es noch mehr gibt hier in Amerika. Also das ist verrückt. Eigentlich nicht, General. Was in drei Teufelsnamen tun Sie da? Sehen Sie, diese Seelenlosen scheinen von ihrer Menschlichkeit überzeugt zu sein. Das ist doch Müll! Ich bin kein Verdammter! Mr. President, mir fällt nur ein Mann ein, der über das Wissen für den Bau eines solchen Roboters verfügt. Dr. Yoji Amada. Ein angesehenes Genie im Bereich KI und Gründer von Amada, Japans größtem Robotikkonzern. Sie klingen nicht überzeugt. Dieses Foto ist 40 Jahre alt. Amada wurde seither nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Das ist verrückt, er wäre jetzt 80 Jahre alt. Der Amada-Konzern kooperiert mit der japanischen Neuen Ordnung. Von denen habe ich gehört. Isolationisten. Autarkie-Spinner, nicht wahr? Ja, Sir. Sie haben großen Einfluss auf das Ministerium für Heimatschutz. Sie glauben wirklich, die stecken hinter dieser Infiltration? Außer mir ist Amada der Einzige, der zu so etwas fähig wäre. Also gut. Geben Sie mir die IRTA in Genf. Woo! Das ist unser Ausweg. Yeah. Was für ein Plan, was? Genau. Gehört das auch zu deinem tollen Plan? Wow. Was zur Hölle ist das? Basis im Käfer 2. Wir haben den Funkkontakt wiederhergestellt. Bitte kommen. Klar und deutlich, Major. Sprechen Sie schnell. Wir empfangen mehrere intensive Hitzesignaturen nahe der Staumauer. Sieht nach einem Kampf aus. Und? Dem Funkverkehr nach versucht das Ministerium, den Widerstand niederzuschlagen. Das ist faszinierend, Major. Aber wir haben hier ein Problem. Los! Ja!
bleiben Sie vorerst auf der Staumauer. Im Moment wimmelt es draußen nur so von Sicherheitskräften. Ah, das sagt er uns jetzt! Vielen Dank für nichts, Major! So viel zum verdeckten Einsatz. Weg mit denen! Wow, das war knapp! Pam, pass auf die Rohre auf! Wow, was ist das denn für eine Rutsche? Hab ich erwähnt, dass ich Rutschbahnen hasse? Ja! Nimmt das denn kein Ende? Ich höre nie wieder auf das HQ. Nun reicht's aber! Was für ein Scheißtag! Wow, zu schnell, Mann! Shit, da müssen wir durch. Wow, sieht nicht gut aus. Spring einfach! Wow! Hey, alles klar? Irgendwas gebrochen? Nur mein innerer Frieden. Weiter geht's. Versteck dich, Dan. Das ist also der Widerstand, den das HQ meinte. Mist, schlimmer geht's nicht. Hey, das ist unfair. Wir gehören nicht zum Widerstand. Illegale Einwanderer sind wohl ebenso unerwünscht. Zu tun, Major. Bericht. Alles super. Wo zur Hölle ist der Sammelpunkt? Gehen Sie weiter in diese Richtung. Sie haben es gleich. Verstanden. Hey, schau, ein feindlicher Transporter. Die werden nicht weniger. Wir könnten uns wenigstens ein Sixpack mitbringen. Das war der Hammer! Du bist unschlagbar! Freu dich, Mann! Du hast es doch verdient! Los, Kumpel, packen wir's an! Ha.
Wir müssen uns auf Hinterhalte gefasst machen. Scharfschütze, runter! Ein Scharfschützengewehr. Nimm es, schieß zurück! Die geben einfach nicht auf! Ich spiele den Lockvogel. Du machst die Scharfschützen kalt. Mach die Scharfschützen kalt! Mein Leben liegt in deinen Händen, Kumpel. Wird schon schief gehen! Scharfschütze auf 3 Uhr! Scharfschütze auf 11 Uhr! Du hast ihn! Gut geschossen, Mann! Yeah.
Jo, zum Treffpunkt ist es nicht mehr weit. Dann können wir endlich unseren neuen Freund begrüßen. Phillips hat gesagt, der Typ war beim MI6, ein echter Agent. Sieh dich vor, okay? Genau, multinationale Einheit klingt ja schön und gut, aber jeder hat seine eigenen Interessen. Und das gilt auch für uns, du und ich, Kumpel. Wir vertrauen einander und sonst niemandem. Ist so. Wow, wir werden alt, Kumpel. Unterbrich mich, falls ich dich langweile. Was soll das denn sein? Sarkasmus? Du hast echt Nerven, Mann. Okay, genug gequatscht. Wir haben zu tun. Begrüßungskomitee. Dann lass uns mal Hallo sagen. Durchhalten! Stoßtrupps! Pass auf! Nein, das sind Menschen! Wie kannst du dir da so sicher sein? Und wie kannst du dir nicht sicher sein? Sieh sie dir doch an. Das sind Kinder. Noch so jung und schon als Waffensammler unterwegs. Coole Waffen. Dafür würde ich eine Menge Kohle kriegen. Wie wär's, wenn ihr sie hergebt? Junge, wir sind 2 gegen 1. Und diese Waffen hier sind viel größer als deine. Ja. So viel zu 2 gegen 1. Ja. Aber Kinder abzuknallen ist nicht gerade meine Art von Spaß. Waffen fallen lassen. Sofort. Utsuno, dosunno? Iyo, mo koroshichou yo, ni-chan. Die haben Erfahrung mit sowas. Die wollen uns umlegen. Ich frage mich, was die Eltern jetzt wohl denken würden. Hey, ihr sollt die Waffen fallen lassen. Seid ihr taub oder was? Ah!
Der war noch nicht fertig. Kommt bei Blechbüchsen schon mal vor. Hat schon vielen guten Soldaten das Leben gekostet. Wie war das jetzt mit unseren Waffen? Nee, ich glaube, wir schulden euch was. Ich habe meine Meinung geändert. Na sowas. Ziemlich gefährliche Arbeit für Kids wie euch. Wir tun, was wir müssen. Der Widerstand zahlt gut für die Blechbüchsenwaffen. Von irgendwas müssen wir ja leben. Du solltest eine neue Arbeit für die Kids finden. Die meisten scheinen vergessen zu haben, wie man lächelt. Glaubst du, wir hätten eine andere Wahl? Sieh dich doch mal um, Mann! Keine Zukunft! Komm, Dan. Wir können hier nichts tun. Hier drüben! Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Wenn die jetzt angreifen, sind wir Hackfleisch. Voll der Kick, stimmt's, Kumpel? Du hast vielleicht Nerven. Aber wirf mal einen Blick nach oben. Dieser ganze Kram kann uns jederzeit auf die Rübe fallen. Wenn du lang genug an einem Ort wie diesem lebst, siehst du bald so aus wie die da hinten. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Wie konnte es so weit kommen, Mann? Basis! Wo ist der Sammelpunkt? Auf 2 Uhr. Suchen Sie nach Lichtern. Da drüben! Der braucht neue Batterien. Das ist Morsecode. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Als nächstes kommen Rauchzeichen. Wow, wir haben Gesellschaft! Komm, wir heißen Sie willkommen. In der Luft sind die auch noch? Scheiße! Weg. So leicht lassen wir uns nicht fertig machen. Mir geht's gut. Das ist doch gar nichts. Mir geht's gut. Das ist doch gar nichts. Scheint, als hätten wir uns übernommen. Ist das ein Scheiß hier? Das Big Bow hat alles im Griff, denn ich lenk den Feind ab und du schießt ihn in Stücke, okay? Alles klar. Funktioniert einwandfrei. Blass das Scheißerchen in Stücke. Hab ich's drauf, oder? Hab ich's drauf? Du schuldest mir was.
Ach, Scheiße. Hat er nichts Besseres zu tun? Sei still und spring! Ja! Scheiße. Die Blechbüchse geht mir echt auf den Senkel. Volle Deckung! Scheiße!本部長, 六本木でもレッドアラートです。 警備行動中のグランランサーから機能停止信号。 堤防に侵入した連中だな。 ええ、 そのようです。 グランランサーを倒したのか。 えらく重装備で来たもんだ。 本部長, お台場での画像です。 ただの密入国じゃないな、こいつらは。 内務大臣につなげ。 Sind alle da? Schreit, wenn ihr tot seid. Ist schon komisch, aber mir wurde gesagt, das hier sei eine verdeckte Operation. Los. Was soll ich sagen? Ich trete gern groß auf. Aha, du bist sicher Charlie. Commander Charles Gregory, wenn ich bitten darf. Britische Division. Ja, XMI6, nicht wahr? Dachte ich mir schon. Soll ich das sein? Ja. Das sind wir hier alle. Das ist Leutnant Rachel Townsend. Sergeant Dan Marshall, ex-Special Forces. Sergeant Roy Boateng, gleichfalls. So, ich soll also auf euch beide aufpassen, ja? Könnt ihr euch in Zukunft etwas zurückhalten? Was soll ich sagen? Die haben angefangen. Basis an Käfer 1. Klar und deutlich, Basis. Entschuldigung für meine beiden Clowns. Bei allem Respekt, Sir, aber ihr Amerikaner seid ja von Natur aus sehr laut, oder? Nicht alle, Gregory. Nur die beiden. So. Wo ist dann der Rest? Nun, die Franzosen sind schon in der Stadt. Uns wurde was von einem chinesischen Team gesagt. Das Foto wird ihr aber nicht gerecht. Sie kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an eine Schauspielerin. Komm schon, Bo. Ich weiß doch, was für Filme du schaust. Oh ja, mit dem... Hey, siehe das an. Entschuldigung. Verzeihung. Hi, ich bin Dan. Und das ist mein Partner, Bo. Ni hao. Ah, stark und ruhig, was? Das mag ich bei Frauen. Wenn ihr zwei Manieren hättet, wäre sie vielleicht nicht so ruhig. Raue Schale, weicher Kern. So, das ist alles, was uns China gesendet hat? Nur eine Frau? Ich bin First Lieutenant Fei Li von der Volksbefreiungsarmee. Meine beiden Untergebenen wurden von den Sicherheitsrobotern auf dem Weg hierher getötet. Oh Mist, hör zu. Wir wollten nicht respektlos sein. Kaum zu glauben, dass man dich Survivor nennt. Äußerlichkeiten können täuschen. Er ist nichts Besonderes. Pures Glück. Ah, Glück. Trifft sich gut. Wir können hier alle ein bisschen Glück gebrauchen. Für Japaner ist jeder ohne offizielle ID ein feindlicher Eindringling. Also, das trifft uns alle. Übrigens, Sir, wir sollten weiter. Alles klar, Käfer 1 Basis. Wir bewegen uns zum ersten Sammelpunkt. Alles klar, Basis Ende. Im Shibuya-Flutgebiet finden wir Hilfe. Hier entlang. Das 21. Jahrhundert hatte keinen guten Start. Und danach ging es nur bergab. Der Meeresspiegel stieg. Das Klima spielte verrückt. Drei Viertel der größten Städte auf der ganzen Welt wurden überflutet, verwüstet und unbewohnbar. Lokale und nationale Behörden bauten in die Höhe, oberhalb des Wasserspiegels. Neue Städte entstanden, mit den alten als Fundament. Die unteren Schichten,
Die Flutbereiche wurden dem Verfall überlassen. Viele Menschen sind beim Zusammensturz der Welt umgekommen. Wer also sollte diese unglaublichen Neubauten errichten? Roboter. Ich nenne sie Blechbüchsen. Ich war noch nie ein großer Fan davon. Nicht, dass das wen interessieren würde. Tatsache ist, wir brauchten arbeitende Roboter wie nie zuvor. Eine Firma beherrschte bald den Markt. Bergen Advanced Robotics Technology aus den USA. Bergens Marktanteil der weltweiten Roboterindustrie liegt bei 95%. Natürlich hat man sich dabei nicht nur Freunde gemacht. So verklagte etwa der japanische Amada-Konzern Bergen wegen Technologiediebstahls. Doch zu diesem Zeitpunkt war Bergen bereits zu mächtig und Amada verlor die Klage. Das letzte Hindernis auf dem Weg zur Marktbeherrschung durch Bergen war genommen. Und so wurden auch die USA schließlich zur einzigen noch übrigen Weltmacht. Im Jahre 2040 unterzeichneten die übrigen Wirtschaftskonzerne die neue Genfer Konvention. Besonders umstritten war dabei Paragraph 21, der Forschungsarbeitern mit menschengleichen Robotern, von den Medien Seelenlose genannt, verbot. 40 Jahre später griff ein solcher Seelenloser den Hauptsitz von Bergen in den USA an. Er hat nicht nur uns Menschen getäuscht. Er schien sich selbst nicht für einen Roboter zu halten. Ich bin Sergeant Dan Marshall. Ich arbeite für die IRTA, die Internationale Robotik-Technologie-Agentur aus Genf. Die IRTA stellt globale Einsatzkommandos zusammen, sogenannte ROS-Crews, die sich um Verstöße gegen die Konvention, besonders Paragraph 21, kümmert. Wir werden vom US-Militär voll unterstützt. Und ich war vorher sowieso bei denen. Manche Dinge ändern sich nie. Und so landeten mein Partner Bo und ich in Japan. Die USA vermuten, der dort aufgetauchte Seelenlose wurde von Yoji Amada hergestellt, dem legendären Robotikgenie und Gründer des Amada-Konzerns. Wir sind hier, um Amada zu verhaften und nach Genf auszuliefern, um jeden Preis. Das heißt, dass wir alle Blechbüchsen umnieten dürfen, die sich uns dabei in den Weg stellen. Und ich hoffe, das sind viele. Gut. Wir gehen in zwei Teams weiter. Eins vorn, eins hinten. So kommt im schlimmsten Fall mindestens ein Team durch. Ich bin nicht gern hinten. Ich übernehme die Führung. Darf ich dich daran erinnern, dass ich hier das Kommando trage? Nicht, dass dich das beeindrucken würde. So. Wer soll dabei sein, Sergeant? Alles klar, ihr geht voraus. Funkt uns an, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Kein Problem. Und wenn wir auf Blechbüchsen treffen? Schieß drauf. Das könnt ihr Amis doch am besten. Weißt du, Charlie, vielleicht kann ich dich doch ganz gut leiden. Hey Dan, guck doch mal. Die Süße da drüben? Was für ein Körper. Stimmt's oder habe ich recht?
War klar, der Kerl ist total neben der Spur. Wenn du hier immer Witze reißen musst, dann geh lieber. Das ist schlecht für die Mission. Ich mach mir gleich ins Hemd. Schwärme von Überwachungsbots. Jetzt wird's brenzlig. Wir gehen hier durch. Haltet die Augen. Roboter sind alle auf einem Haufen. Bei so vielen wäre es da nicht schneller, sie einfach zu überrumpeln. Oh, dann halte ich mich zurück. Pass auf, Dan. Mann, wo kommen die denn alle her? Scharfschütze, in Deckung! Einfach nicht auf! Wie gefällt euch das, hä? Wo sind denn die Feinde? Keine Feinde in Sicht? Kommen! Charlie hier. Was ist die Lage? Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Wir müssen sie vernichten, um zur Kontaktperson zu gelangen. Roger.
ihr das? Verdammt! Ein Grand Lancer! Alle Mann in Deckung! Aber die Rüstung... Unsere Waffen schießen durch meine Delle rein! Wir müssen uns was überlegen, und zwar schnell. Da oben verwenden. Okay, damit geben wir dem Feind einen Stromschlag. Schieß das Kabel runter, wenn ich's dir sage. Jetzt, Kumpel, schieß das. Scheiße, nicht das aufgeben! Nimmt kein Ende. Das war cool. Du hast's drauf, Danny. Triff ihn da, wo keine Panzerung ist. So hart das hin. Shit, das Ding ist zäh. Warte hier. Wir brauchen nicht zu schreien. Ich verstehe Sie klar und deutlich. Wir haben hier einen fiesen Grand Lancer. Wie machen wir den fertig? Ich glaube, ich kann helfen. Unsere Informanten haben gerade Daten zu dem Modell geschickt. Ja, dann raus mit der Sprache. Das Antriebssystem befindet sich in seinem Kopf. Wird das zerstört, ist er lahmgelegt. Ja? Und wie verpassen wir ihm einen soliden Kopfschuss? Dann müssen wir ihm in sein hässliches Gesicht schießen. Sein Kopf ist seine Schwachstelle. Wie schalten wir sein Antriebssystem aus? Ich weiß. Dan, meinst du, du kommst vom Dach aus auf seinen Kopf? Wir holen ihn rüber zum Gebäude. Du musst nur rechtzeitig springen. Okay, los. Warte auf dem Dach, verstanden? Das ist deine... Gut, halt dich fest. Der Feind kommt ins Schwanken. Dranbleiben. Wir haben es bald geschafft. Halte durch. Länger gedauert als erwartet. Aber wenn wir hier schon nicht klarkommen, sind wir geliefert. Die Oberstadt ist schlimmer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so hart ist. Und du denn? Dann stoßen wir wohl alle in Neugebiet vor. Ich dachte, du als Veteran kennst dich mit sowas aus. Deshalb nennt man dich also Survivor, was? Oder bist du nur bescheiden? Dann muss ich dich beim Wort nehmen. Aber ich denke, ich kann mich auf dich verlassen. Du hast eine große Klappe, aber anscheinend zu Recht. Sieh mal an, der Musterschüler. Hast deinen Schulterklaps bekommen, Kumpel? Das reicht. Wir wollen Charlies Kontaktperson nicht warten lassen. Hier drüben! Der Treffpunkt mit unserer Kontaktperson liegt hinter diesem Tor. Lasst uns los.
Das muss es sein. Hier ist Dan. Wir sind am Ziel. Verstanden. Wartet auf uns, wir treffen euch dort. Warum macht ihr Leute immer so viel Krach? Berufsrisiko, schätze ich. Wir wollen zu Mifune. Sag ihm, Charlie ist da. Nie von ihm gehört, nie von dir gehört. Kann dir nicht helfen. Ihre Bestellung, bitte. Ein Stammkunde war unzufrieden. Ja. Wird er repariert? Warum? Geht er wieder kaputt? Ja, das ist echte Wertschätzung, was? Hör zu, ich will keinen Ärger. Ich versuche nur, über die Runden zu kommen. Ich nehme ein Bier. Du hättest auch vorher fragen können, schöne Frau. Sushi geht aufs Haus. Danke. Vielleicht kannst du uns jetzt sagen, wo Mifune-san ist. Sag dir doch, nie von ihm gehört. Hey! Hör zu, Kumpel. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Wo ist Mifune? Er ist hier. Was? Er schaut uns durch die Blechbüchse zu. Nicht schlecht, Yankee. Der Barkeeper ist unschuldig, er wusste nichts davon. Mifune, was zur Hölle soll das? Planänderung. Gehen Sie zum Untergrundkaufhaus. Jemand wird Sie dort treffen. Unglaublich. Wie heißen Sie, Yankee? Dan. Warum? Ich habe sie im Auge, Dan. Seht ihr? Zeitverschwendung. Okay, ich habe die Zielkoordinaten. Los. Seid so gut und nehmt die Hintertür. Ihr Typen fällt hier ziemlich auf. Danke, Kumpel. Basis am Käfer 2. Unseren Infos nach ist Mifune ein Schmuggler. Spezialgebiet Waffen und in Japan verbotene Technologie. Typisch. Mehr haben sie nicht? Ich fürchte nicht. Mifune ist doch nicht sein echter Name. Mehr wissen wir nicht. Kümmert euch nicht um Details, Basis. Überlasst ihn ruhig mir. Wissen Sie mehr als ich, Gregory? Ich weiß nicht, Major. Haben Sie Erfahrung im Umgang mit hinterlistigen Schmugglern? Seien Sie einfach vorsichtig. Basis Ende. Du hast recht. Der Typ gefällt mir immer besser. Also gut, los. Mifune wartet auf uns. Sind wir hier? Sieht aus wie ein altes Lagerhaus. Die Tür geht erstmal nicht auf. Was sollen wir tun? Jo, komm her, Mann. Dieses Ding funktioniert vielleicht. Die Batterie geht noch. Thank you.
Willkommen, danke für den Besuch. Benötigen Sie unseren Auffüllservice? Du musst den Tank da füllen, aber randvoll, ja? Wie Sie wünschen. Shit, ein Transporter! Das Auftanken ist abgeschlossen. Danke für Ihre Kundschaft. Okay, ich bewege den Benzintank. Du gibst mir Deckung. Shit, der Tank ist zu früh explodiert. Probier's nochmal, Dan. Willkommen, danke für den Besuch. Benötigen Sie unseren Auffüllservice? Yeah, mach nochmal voll. Wie Sie wünschen. Es dauert noch, bis der Tank voll ist. Vertreiben wir uns die Zeit, indem wir die Mistviecher hier angreifen. Na krass, Mann! Okay, ich bewege den Benzintank. Du gibst mir Deckung. Es werden immer mehr. Ich hab den Tank. Gibst du mir Deckung? Nachladen! Ja! Das ist sogar mir zu viel. Das war krass, Mann.
Okay, Bewegung, Leute! Was. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh ja, jetzt wird's wirklich lustig. Das soll lustig sein? Feuer frei! Wir fliehen durch die Gasse! Shit, hast du das Ding gesehen? Eine verdammte Blechspinne! Davon hat keiner was gesagt, Mann. Diese Mission ist total am Arsch. Wir sollten abbrechen. Shit. Ich glaube, du hast recht. Wir können uns nicht zurückziehen oder kapitulieren. Wir müssen weitermachen. Das ist der einzige Weg. Aber gegen das Riesenvieh kämpfen wir nicht. Was? Willst du mit dem Ding auf Tuchfühlung gehen? Du hast sie nicht mehr alle. Uns fehlt einfach die Ausrüstung, um das Vieh fertig zu machen. Wir müssen weiter. Wir stecken fest. Ich schätze, wir müssen durch das Gebäude hier nach oben. Hier kommen wir raus aufs Dach. So haut das hin. Wir kommen über die Dächer zur Station.
kannst dich auf mich verlassen. Kapiert, Kumpel. Dan, wir teilen das auf. Wir kümmern uns um die Feinde rechts. Du übernimmst die linke Seite. Nicht mehr lange! Wow, Dan! Das war der Hammer! Du bist unschlagbar! Freu dich, Mann! Du hast es doch verdient! Los, Kumpel! Packen wir's an! Hier drüben! Nicht. Ich kann mich nicht bewegen! Kinderspiel! So eine Kacke! Wie gefällt euch das? Hä? Das war leicht! Unser Ziel liegt dahinter. Dan, mach das Tor auf, Kumpel! Geschosse! Oh je, das könnte ein Problem sein. Wie sollen wir das Riesending abschütteln? Klar und deutlich. Das ist eine Spinne. Sie wurde zur Basisverteidigung entworfen. Scheinbar hat sie sich unter euch.
Was sollen wir also machen? Um den Körper zu stützen, müsste an jedem Bein ein größeres Antriebssystem sein. Finden Sie diese und zerstören Sie sie. Nachladen! Zerstören? Sind wir dabei auf... Das Bein ist weg! Das Miststück bewegt sich erstmal nicht mehr. Das ist unsere Chance. Warte, Dan. Sieh mal. Sie hat ein riesiges Antriebssystem an ihrem Bauch. Lass uns das zerstören. Shit, ein Suchlaser. Dan, sie hat dich erfasst. Geh in Deckung. Ich konnte den Suchlaser abschütteln. Boah, sind wir bald durch mit den Dreckskerlen. Wow, verschwinde, sie zerquetscht dich. Läuft so schnell nicht weg. Was soll der Scheiß? Die Spinne steht wieder auf. Das ist sogar mir zu viel. Sieh mal, Kumpel, die haben ziemlich cooles Zeug. Wir sollten uns einen Vorrat anlegen. Sogar mir zu viel. Spiel. Alle noch am Leben? Schreit, wenn ihr tot seid. Sind alle okay?
Das hätten wir überstanden. Ich sehe nichts. Die Spinne will einfach nicht aufgeben. Shit. Hoffentlich laufen wir nie wieder einer von dieser Sorte über den Weg. Dan. Ja, was ist? Im Qualm bewegt sich was. Die scheiß Blechbüchsen kriegen einfach nie genug. Kontakt. Oh. Eine Spinne hat noch keiner besiegt. Ah, was? Das Ding? Ach, das war doch halb so wild, oder? Genau. Immer her damit. Je größer, je besser. Hört mal, Kinder, ihr solltet hier nicht rumhängen. Es könnte gefährlich werden. Ihr verschwindet lieber. Wir warten hier stundenlang auf euch. Und das ist der ganze Dank? Wie bitte? Wir wollen das Gleiche wie ihr, Maka. Ich soll euch zu Mifune bringen. Also, mir nach. Nennt die mich Maka? Ich glaube ja. Komm schon, Maka. Ein Haufen Kinder. Wer von euch ist Charlie? Dann bist du wohl Dan, der Schlaue. Willkommen in Shibuya. Ich bin Yuki. Bist du nicht ein bisschen jung, um für einen Gangster zu arbeiten? Ich bin 15. Ah, ignorier sie. Sie ist vom Land und kennt nur Reisfelder. Und kommt nicht so oft in die große Stadt. Verpiss dich, Yankee. Ist das hier eine Art Schwarzmarkt? Ja. Hier kriegt man alles, was das Herz begehrt. Das sehe ich. Einschließlich Filzläuse. Und der Regierung ist das hier alles egal? Der Heimatschutz schickt hin und wieder Sicherheitsroboter vorbei. Aber die kümmern sich nur um die Oberstadt. Wenn's nach denen ginge, könnten wir hier unten verhungern. Das beruht auf Gegenseitigkeit, schätze ich. Lasst den Boss nicht warten. Yuki blinkt euch hin. Zack, zack. Hier entlang. Dan, warte! Was ist? Sieh dir das hier an! おい、離せ！何するんだ！離してくれ！おい、どうなってんだ！ Das geht uns überhaupt nichts an. Gehen wir. さっき話したやつです。驚きますよ。Das. Ja, ein Seelenloser. Die Kids sagen, nach unserem Kampf wurde er unter Trümmern begraben. Naruhodo na. Konna no mita koto ne. Orera mo odorokimashita yo. Oi, kyū ni nan nan da? Hanashite kure. Ora dou suru kida? ああこいつ自分の正体が分かってねえのかそのようでおい俺の目見ろよーく見るんだなんだこれだろ自分の立場が分かったかこのロボット野郎
違う。俺は人間だ。こんな、こんなバカなことが。うわっ！いいだろう。三船の親父に見せる。どうも。よくできてやる。よせ、親父に見せる前に壊れちまう。おい、何やってんだ。そのガキ。バカが、スクラップになっちまったじゃねえか。しょうがないじゃないですか。やべえぞ。Hey Blechbüchse, hier drüben! Ich will nicht sterben. Keine Panik, nur Menschen können sterben. Was bin ich? Ein Seelenloser. So nennen wir euch. Du bist darauf programmiert, wie ein Mensch zu denken. Aber tust es nicht. Das war überstürzt. Noch mehr Aufmerksamkeit von Polizei und Yakuza können wir nicht gebrauchen. Vielleicht. Aber ich frage mich. Was? Wie viele Seelenlose wohl unter uns sind? Na los. Mifune wartet auf uns. Ja. Wow, Dan,
Du bist wirklich ein toller Soldat. Ich bin überrascht. Bei genauerer Betrachtung bist du sogar ganz süß. Hör mal, du kannst mein Freund sein. Willst du mit mir gehen? Echt jetzt? Komm, das sagst du sicher zu jeder, oder? Wenn ich es mir recht überlege, sind solche Draufgänger nichts für mich. Das ist die richtige Entscheidung. Das Mädel hat ziemlich gute Menschenkenntnis. Mifune erwartet dich. Bist du soweit? Dann los! Hey, Yuki. Du willst zu Mifune? Ja, ich bringe ihm ein paar Leute. Ah, komische Truppe. Okay, die Tür öffnet sich. Hey, Mifune. Hab sie gefunden. Willkommen in Shibuya, meine Freunde. Bitte verzeihen Sie die plötzliche Planänderung. Yankee, Engländer, Chinesin. Sie sind eine Rostcrew. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin vom MI6. Ah, wie James Bond. Wer? Aus einem alten Film. Mr. Mifune hier scheint ein Freund von Klassikern zu sein. Ja. Ich bin nicht zum Quatschen hier. 5 Millionen. Kaution. Den Rest gibt's, wenn wir fertig sind. Sie erwarten hoffentlich keine Quittung. Warum, Mifune? Das würde ja aussehen, als würde ich Ihnen nicht trauen. Wir haben nicht ewig Zeit. Was ist der sicherste Weg in die Oberstadt? Haben Sie japanische ID? Keine ID, keine Papiere, keine Beweise unserer Anwesenheit, wenn Sie verstehen. Dann gibt es keinen sicheren Weg. Gut. Und der ungefährlichste Weg? Das ist eine ganz andere Frage. Die U-Bahn-Station unter diesem Gebäude wurde nach der Überflutung Tokios geschlossen. Beim Bau des Abwassersystems der Oberstadt hielt man sich aber an dieselbe Linie. Sie müssen ihr nur folgen. Was? Sollen wir etwa hinschwimmen? Natürlich nicht, MI6. Dafür sind die Jetskis da. Oh. Das klingt schon besser. Die verkaufe ich Ihnen für je 5 Millionen. 5 Millionen? Wow. Sie sind nicht der einzige Fan alter Filme. Sie sind auch nur ein alter Yakuza-Gauner, nicht wahr? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Sie sollten keine Zeit verschwenden. Ihr französischer Kontakt wartet. Und diese Information gebe ich Ihnen gratis. Sie sind zu großzügig, Mifune. Mit dieser Schwäche muss ich leben. Yuki, bring sie zur U-Bahn. Gute Reise. So ein Abzocker. Der lacht sich sicher ins Fäustchen. Na, wer wird denn hier ausfallend? Was ist? Sagtest du nicht, sie würden euch nicht stören? Tun sie eigentlich auch nicht. Das gilt uns. Die wissen, dass wir da sind. Okay. Gibt es einen Weg zur U-Bahn, der nicht über den Markt führt? Nein. Dann müssen wir uns durchkämpfen. 2 Teams. Eines übernimmt die Rückendeckung. Alle bereit?
Alle mir nach! Los! Dann, du gehst mit Yuki. Sie führt dich zur U-Bahn. Sieh zu, dass hier nichts passiert, klar? Hier entlang.